Herzlich willkommen zu unserem heutigen Web-Talk aus der Reihe OER Finden und Erstellen für Lehrerinnen und Lehrer. Mein Name ist Christina König und ich bin Transferpartnerin bei OER Info für den Bereich Schule. Heute haben wir das Thema Tipps und Tricks zum Lizenzieren ausgewählt. In den vergangenen Wochen hatte ich euch ja schon ein paar Dinge erzählt über ein paar gute Fundorte für OER im Internet. Auch das Thema frei verfügbare Bilder im Internet hatten wir schon und wie man damit Arbeitsblätter erstellt. Nun geht es also gewissermaßen ein bisschen ans Eingemachte, wenn man so will. Denn das Tolle an OER ist ja, dass man diese frei verfügbaren Bildungsmaterialien nicht nur verwenden darf, sondern auch abändern und weitergeben. Damit einher geht natürlich auch die Frage nach der richtigen Lizenz. Und da liegt für viele der Hase im Pfeffer, denn die Sache mit den Lizenzen ist ja nicht ganz ohne. Also es ist sehr wichtig, auch bei OER, die Lizenzformen korrekt zu verwenden, gerade wenn man Materialien von anderen übernimmt und möglicherweise auch selbst weiterverwenden möchte, weitergeben möchte an die Community. Und ich habe schon oft gehört, dass das ein auch durchaus einschüchterndes Thema ist. Wie man sich in diesem Bereich einigermaßen sicher bewegt, welche Tipps und eben Tricks es dazu gibt, möchte ich euch heute zeigen. Und dazu habe ich euch eine Präsentation mitgebracht. Und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm mit euch und hoffe, dass ihr das alle sehen könnt. Ja, wie gesagt, Tipps und Tricks zum richtigen Lizenzieren, unser Thema heute. Noch mal kurz zur Relevanz dieses Themas. Wir hatten es auch in den vergangenen 3 Wochen immer wieder, dass es einerseits einfach ist und OER eine gute Lösung sind für Sachverhalte, die man lösen muss, wenn man Materialien von anderen Quellen verwenden möchte, für eigene Unterrichtsmaterialien beispielsweise, und dass es eben aber durchaus wichtig ist, auch auf die richtige Lizenzform zu achten. Klingt zunächst mal einigermaßen schrecklich kompliziert, ist es in gewisser Hinsicht auch, aber eben, wie gesagt, die gute Nachricht ist, es gibt auch sehr gute Eselsbrücken, Grafiken und einfach zu merkende Regeln und Hinweise, wie man das richtig macht. Ich zeige euch heute also, wie ich an die richtige Lizenz für meine eigenen Materialien kommen kann, wenn ich vorhabe, selbst OER zu erstellen. Darüber hinaus möchte ich euch eine wirklich tolle Eselsbrücke zeigen für die richtige Kennzeichnung von OER, also konkret, was in den Nachweis unter ein Bild oder einen Text oder ein Arbeitsblatt oder ein sonstiges Material gehört. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch ein tolles Tool, das euch die Arbeit mit offen lizenzierten Bildern wirklich erleichtert. Denn die Frage nach der Bildlizenzierung ist ein relativ zentrales Thema, gerade für Lehrkräfte in der täglichen Arbeit. Als Einstieg ins Thema Lizenzen zeige ich euch eine kleine Hilfestellung, die wir in der Informationsstelle OER Info erstellt haben, nämlich OER Kompakt. Es passt alles auf einen Bierdeckel. Die Steuererklärung haben leider auch wir nicht hingekriegt, aber immerhin die wichtigsten Lizenzformen und das Wesentliche, was ihr über die Lizenzen von den OER-Formen wissen müsst, passen tatsächlich drauf. Ich zeige euch ganz kurz, was darauf zu sehen ist. Also wir brauchen sogar nur eine Seite von dem Bierdeckel, nämlich die Rückseite. Ihr findet darauf die Definition, worum es bei OER eigentlich geht, und die 3 OER-Lizenzformen. Dazu muss man sagen, es gibt auch eine Menge anderer offener Lizenzformen, die man ebenso verwenden kann. Die Creative Commons Lizenzen haben sich aber gemeinhin durchgesetzt und sind mit die bekanntesten. Deswegen benutzen auch wir sie, und ich zeige euch eben in aller Kürze die 3 wichtigsten Lizenzformen, nämlich CC0, hier in dieser mittleren Blase,
CC Zero bedeutet, man darf diese Materialien einfach nutzen und muss sich weiter keine Gedanken machen über Nachweise oder Lizenzhinweise, also einfach nutzen. Das ist die einfachste Variante. Wenn ihr Materialien findet, die mit CC BY gekennzeichnet sind, müsst ihr zusätzlich Angaben zu den UrheberInnen machen und zur Lizenz und zu etwaigen Veränderungen und auch einen Link dazu setzen. Ich zeige euch gleich, was damit gemeint ist. Und die dritte offene OER-Lizenz ist die CC BY SA, hier unten. Zusätzlich zur Namensnennung muss man auch sicherstellen, dass auf Grundlage fremder Inhalte erstellte Materialien unter die gleiche Lizenz gestellt werden. Das heißt, diese Lizenz ist gewissermaßen ein Wiederkehrer. SA steht für Same Alike, also Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Das stellt beispielsweise auch sicher, wenn ich nicht möchte, dass jemand kommerziell mit meinen Materialien arbeitet, wäre diese Lizenz das Mittel der Wahl. Wir werden es nachher gleich noch sehen. Der Bierdeckel selbst und auch dieses Foto, das ihr hier seht, ist unter CC Zero lizenziert. Das Foto habe ich selber gemacht. Den Bierdeckel habe auch ich mitentworfen. Und das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass man Materialien auch komplett offen lizenzieren kann. Also ihr könnt also nach Herzenslust diesen Bierdeckel weiterverwenden, wenn ihr den mögt. Es gibt ihn sogar in echt. Einen kleinen Vorrat habe ich noch. Wer also daran interessiert ist, darf sich auch gerne an mich wenden. Nun geht es aber zum eigentlichen Thema. Unser Thema ist ja, wie finde ich die richtige Lizenz für meine Materialien? Ich habe euch hier eine Abbildung mitgebracht, eine Infografik, den Weg zur richtigen Lizenz. Die Idee stammt leider nicht von mir. Ihr seht hier unten in der Fußzeile dieser Grafik den Nachweis. Es handelt sich hier um eine Grafik von Barbara Klute und Jöran Mus-Mehrholz. Deswegen wichtig, weil ich euch gleich zeige, wie man das dann auch abändert, wenn man mit dieser Grafik beispielsweise arbeiten möchte. Aber zunächst möchte ich euch erklären, wie man den Weg zur geeigneten Lizenz findet. Man kann sich das so vorstellen, als führe eine kleine Modelleisenbahn auf einem Gleis. Wir sind als OER-Steller also gewissermaßen dieser Zug und bewegen uns auf einer Gleisstrecke, die uns mehrere Weichen anbietet. Und je nachdem, ob ich die Fragen, die sich an den Weichen stellen, mit Ja oder Nein beantworte, finde ich die für mich geeignete Lizenz. Ich gehe das in aller Kürze durch mit euch. Gleich zu Anfang steht also die Frage, ob andere dein Werk teilen dürfen. Je nachdem, ob Ja oder Nein, ende ich hier schon in einer absoluten nicht Creative Commons geeigneten Lizenzform. Wenn ich aber mit Ja antworte, seht ihr, es geht immer weiter und es wird tatsächlich im Lauf der zurückgelegten Strecke sozusagen immer offener. Wenn ich also erlaube, dass andere mein Werk bearbeiten dürfen, unkommerziell nutzen und möglicherweise ich sogar auf die Nennung meines Namens verzichten möchte, lande ich hier oben bei der offensten Lizenz, nämlich CC Zero, wie soeben bei dem Bierdeckel gesehen. Je nachdem, wenn ich Einschränkungen haben möchte bei der Nutzung meines Werks, nehmen wir an, ich möchte ein Foto teilen von einem seltenen Tier und möchte das der Community zur Verfügung stellen und möchte fest sicherstellen, dass andere auch offen und nicht kommerziell dieses Bild nur nutzen dürfen, muss ich entsprechend die Fragen schon vorher mit Nein oder auch mit Jein sogar beantworten. Ihr seht hier also aufgelistet verschiedene Kombinationsmöglichkeiten der Creative Commons Lizenzen. Und um auch nochmal zu verdeutlichen, welches eigentliche OER-Lizenzen sind, habe ich diese Folie bearbeitet, diese Infografik. Und in grün, wie vorhin auf dem Bierdeckel, die OER-Lizenzen gekennzeichnet und die anderen mit rot. Es sind dennoch offene Lizenzformen, aber eben keine originären OER. Denn wie ihr hier sehen könnt, bei dieser Variante ist eine kommerzielle Nutzung ausgeschlossen. Damit ist es für uns, für OER-Zwecke, nicht mehr geeignet. Warum?
Privatschulen beispielsweise dürfen mit Fotografien oder Arbeitsblättern, die diesen Zusatz tragen, also NC und das durchgestrichene Dollar- bzw. Eurozeichen, eigentlich nicht mehr arbeiten, denn es sind im weitesten Sinne kommerziell agierende Institutionen. Also das ist ein problematischer Zusatz, ebenso wie hier weiter unten. Es schimmert hier noch durch. Der Zusatz ND oder auch das Gleichzeichen, das bedeutet No Derivatives, also keine Abänderungen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade für Lehrkräfte, die auf einen gewissen Materialpool zurückgreifen möchten, um selbst Materialien zu erstellen. Wenn ich nun ein Material habe und das wieder verwenden möchte, ist es wichtig, gewisse Regeln zu beachten, um die korrekte Verwendung von offen lizenzierten Werken zu gewährleisten. Was gehört denn nun dazu zur korrekten Verwendung von offen lizenzierten Werken? Alles, was also nicht CC0 ist, muss eine gewisse Kennzeichnung tragen. Um sich merken zu können, was in dieser Kennzeichnung drin steht, gibt es ein wunderbares, sehr einfaches Tool, das ist die sogenannte Tulu-Regel. Tulu steht dabei für die 5 Elemente, die wir in dem Nachweis verwenden müssen, nämlich Titel, Urheber, Lizenz, Link und Ursprungsort. Also konkret Titel, wie lautet der Name des Materials, Urheberin, wer hat das Material erstellt, Lizenz, unter welcher Lizenz wurde die Weiternutzung erlaubt, der dazugehörige Link zum vollen Lizenztext und der Ursprungsort, also woher das Material ursprünglich stammt. Dass das relativ einfach anzuwenden ist, möchte ich euch jetzt auch anhand dieser Grafik zeigen, nämlich dieser Tulu-Regel, die, wie ihr hier unten lesen könnt, von Julia Eggestein nach einem Konzept von Jöranus Merholz und Sonja Borski erstellt wurde. Und jetzt zeige ich euch mal, wie gewissermaßen mustergültig auch hier dieser Nachweis gestaltet ist. Und zwar habe ich hier den Titel, es wird jetzt einfach nur Grafik genannt, die UrheberInnen, Julia Eggestein nach einem Konzept von den beiden anderen Teilnehmern, die Lizenz und der Link, das ist hier in einem abgewandelt. Ich gehe mit der Maus hier mal drüber und ihr seht, wenn ich darauf klicke, öffnet sich der Link zum ursprünglichen Fundort dieser Quelle, die ich hier verwendet habe. Ähnlich verhält es sich mit dem Ursprungsort und dem Link dazu. Jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Das habe ich nicht farblich richtig gekennzeichnet. Also jedenfalls ist auch die Lizenz richtig verlinkt. Also der volle Lizenztext muss auch zur Verfügung stehen. Das habe ich jetzt leider nicht ganz korrekt gemacht, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Also all diese Dinge sind wichtig bei der Arbeit mit der Tulu-Regel. Und es ist sehr einfach zu merken, einfach aufgrund dieses kleinen Wortes. Und man kann also diese 5 Merkmale relativ leicht abhaken, einen nach dem anderen. Ich habe euch aber auch noch ein Tool mitgebracht. Wenn ich sage, das ist mir alles doch etwas zu schwierig. Ich möchte erst mal üben, wie sich ein richtig hundertprozentig richtig gemachter Lizenzhinweis liest, wie sich das auch anfühlt. Und dazu gibt es ein sehr, sehr schönes Tool, nämlich den Lizenzhinweisgenerator. Mit dem Lizenzhinweisgenerator kann ich Bilder aus der Wikipedia und aus Wikimedia Commons gemäß der Tulu-Regel ordentlich lizenzieren. Und ich zeige euch kurz, wie das funktioniert. Und habe mir den Lizenzhinweisgenerator hier geöffnet. Ihr seht, es öffnet sich eine Seite mit einem Suchschlitz, der mich auffordert, eine Internetadresse einzugeben. Entweder ich habe das Bild schon parat, ich habe das jetzt auch schon vorbereitet, ich suche mir jetzt noch den richtigen Tab dazu aus, muss ein wenig suchen. Und zwar, wer meinen Webtalk kennt, weiß vielleicht auch, dass ich gerne mit Eisvögeln arbeite. Ich mag diese Tiere sehr gerne und ich habe mir hier den Wikipedia-Artikel schon mal ausgesucht zum Eisvogel.
Nun angenommen, ich bin eine Lehrkraft und möchte ein Arbeitsblatt oder ein Arbeitsmaterial erstellen, bei dem dieser Eisvogel also mitverwendet werden soll. Ein wunderschönes Foto eines fliegenden Eisvogels. Das ist ein Beispiel dafür, wie ich den Lizenzhinweisgenerator verwenden kann. Ich hole mir dieses Bild also her, kopiere die URL rüber und trage sie hier in den Suchschlitz ein. Wenn wir dann auf Los klicken, sehen wir, dass wir verschiedene Optionen haben. Wir können uns zum einen das Bild herunterladen. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt. Und das ist der eigentliche Clou an diesem Tool. Ich kann mir einen Lizenzhinweis für meine Zwecke maßgeschneidert bereitstellen lassen. Zu diesem Zweck werde ich durch einen kleinen Fragenkatalog geführt. Zunächst werde ich gefragt, wie ich das Bild nutzen möchte. Entweder in einem Druckerzeugnis, beispielsweise in einem Arbeitsblatt oder online. Ich wähle einmal die Version online, denn möglicherweise möchte ich es digital mit Kolleginnen und Kollegen teilen. Als nächstes werde ich gefragt, wie ich das Bild veröffentlichen möchte, ob es als Einzelwerk oder zusammen mit anderen Werken veröffentlicht werden soll. Da ich jetzt im Moment an ein Arbeitsblatt denke, gehe ich davon aus, dass es zusammen mit anderen Werken verwendet wird. Als nächste Frage muss ich beantworten, ob ich das Bild in bearbeiteter Form verwenden möchte. Ich nehme an, dass ich aus diesem Querformat ein quadratisches Format machen möchte, also klicke ich Ja an. Und ihr seht, hier geht ein kleines Untermenü auf. Ich werde gefragt, was genau wird am Bild verändert. Ich werde also einen Ausschnitt erstellen, trage das ein, klicke auf Weiter. Nun werde ich noch gefragt, ob ich als Urheber oder Urheberin genannt werden möchte. Darauf verzichte ich gerne, das könnte ich aber verlangen. Ich lasse diese Zeile also leer. Und nun sehe ich die für mich eine mögliche Lizenz dieses Werks, das dann von mir bearbeitet werden kann in der Form, wie ich das möchte. Das ist wieder die CC BY SA. Es ist nämlich die Lizenz, die das ursprüngliche Bild hatte. Ich hatte das vorhin schon erwähnt. Diese Lizenz stellt sicher, dass man unter der SA-Bedingung, nämlich Same Alike, das Bild zu gleichen Bedingungen weitergibt. Ich setze also auch hier meinen Haken und ihr seht hier einen fertigen Lizenzhinweis. Wieder gemäß der Tullo-Regel habe ich hier den Titel Ein Eisflug im Schwebflug. Dahinter liegt auch der Link zum ursprünglichen Bild, also das U und das L. Ich habe hier den Urheber, der Fotograf nennt sich Joe Frey. Auch diesen Namen kann jeder sich so aussuchen, wie er möchte. Und wenn wir dieses Bild verwenden möchten, dann müssen wir ihn auch so nennen. Hier steht, dass ich einen Ausschnitt verwenden werde auf meinem Lizenzhinweis. Und hier der Lizenzhinweis und auch die Lizenzfilmform und auch der Text, der hier per Link hinterlegt ist. Ich kann den also komplett so übernehmen, mir auch als Text beispielsweise doch für ein Arbeitsblatt anzeigen lassen oder als HTML-Code, den ich auf einer Internetseite einbinden könnte. Also man sieht, das ist wirklich ein sehr angenehmes Tool, das einem die Arbeit sehr erleichtert, gerade wenn man sich nicht sicher ist, ob man tatsächlich die Tullo-Regel auch ordentlich angewendet hat oder wie man sich tatsächlich auf dem Bahngleis bewegt als Modelleisenbahn. Das ist eine einfache Sache, die einem ein gewisses Übungsterrain anbietet und sehr einfach handzuhaben ist. In Kombination mit den beiden anderen Werkzeugen kann man also erste Übungen gewissermaßen machen. In einem der nächsten Web-Talks zeige ich dann euch, wo und wie man selbst erstellte OER dann auch ablegen kann auf Plattformen, um sie für andere Nutzer zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte euch herzlich einladen, da auch dabei zu sein. Bis dahin, probiert doch gerne einmal aus, wie das funktioniert mit den Lizenzhinweisen. Überlegt möglicherweise auch, welche Lizenz für euch in Frage käme und versucht auch einmal solche Hinweise zu erstellen und auch Materialien selber zu verwenden. Damit wäre ich am Ende mit meinem Input. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben für eure eigene Arbeit mit OER und auch ein paar Hilfestellungen bei der heiklen Frage nach der richtigen Lizenz und was man dabei beachten muss.
Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ich euch bei einem der nächsten Talks wieder sehen möchte.